Willkommen zu diesem kurzen, kompakten Test. Und zwar hier vom Solo Cleanline 360B. Sagt euch, hä, Sebastian, den hast du schon gezeigt. Richtig. Aber es kam eine Frage im Anschluss bei WhatsApp, die mich direkt nochmal zu diesem Video bewegt hat. Und zwar geht es ja auch darum, nicht nur Vorreiniger zu versprühen, sondern wir können ja auch Felgenreiniger versprühen. Und die haben ja eine etwas höhere Viskosität. Ich hätte es im ersten Video gleich mittesten sollen. Aber wir machen noch ein schnelles hier Ergänzungsvideo dazu. Ihr habt ja diesen kleinen Sprühkopf mit dabei, mit Akku drin, E-Motor. Das bedeutet, ihr drückt einfach drauf. Und das Ganze fängt an zu sprühen. Wir füllen jetzt hier mal einen Felgenreiniger rein. Schauen uns mal an, wie sprüht das mit einem Canon-Sprühkopf manuell. Und wie sprüht das hier mit diesem automatischen Teil. Und können wir uns dann das Pumpen ersetzen und auch diese Sprühflasche ideal für diese Thematik mit einsetzen. Also nicht nur Vorreiniger aufsprühen, was sehr, sehr gut funktioniert hat, sondern auch Felgenreiniger. Wir testen es mal mit dem ADBL Vampire Light. Einen meiner absoluten Favoriten. Viel Spaß, los geht's. So, bevor wir das hier testen können, müssen wir erstmal das umfüllen oder Teil umfüllen. So, auch mit 360 Grad Funktion, das heißt, ihr könnt das auch auf den Kopf stellen, weil das Gewicht hier springt dann nach unten bzw. nach oben und saugt Produkt an. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie kommt denn der Sprüher da klar mit einem Produkt, was ein bisschen dickflüssiger ist. Das testen wir jetzt mal aus. Ich kann es jetzt nicht mit allen Felgenreinigern hier testen, kann es aber gern machen, aber der ist ein bisschen dickflüssiger, noch nicht das zäheste Sirup, was ich kenne. Aber auf jeden Fall ist mal spannend, wie der hier mit einem meiner Lieblingsfelgenreinigern arbeitet. So, denn mit Canon-Sprühkopf funktioniert das nämlich wunderbar beim Aufsprühen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Sprühkopf sich hier schlägt, wenn wir das jetzt mit einsetzen. Der Sprüher ist für neutrale bis alkalische Produkte geeignet, aber auf der Solo-Webseite habe ich auch gefunden, dass man den für leicht saure Sachen mit einsetzen kann. Der ist zwar hier im neutralen Bereich, aber wenn ihr hier mal so einen Felgenreiniger habt, pH 5,5, könnt ihr den auch nutzen. Ich würde aber danach einfach ausspülen, damit auch der Geruch rauskommt, falls ihr dann wieder ein anderes Produkt drin nehmen wollt. Also eigentlich sehr, sehr flexibel einsetzbar. So, gehen wir mal in die Felge ran. Also als erstes mal hier der Vampire Light mit Canon-Sprühkopf. Habe ich gerade leer gemacht, muss das mal wieder ansaugen. So, jetzt haben wir ein richtig schönen Spray. Also es lässt sich wunderbar einsprühen. Schnelle Wirkung. Ihr habt wirklich eine sehr, sehr schöne Verteilung. Ihr habt auch eine lange Sprühdauer. Schaut mal, wie lange dieser Canon-Sprühkopf hier das versprüht. Ihr habt auch diesen wunderbaren Duft mit drin für einen Felgenreiniger. Also wer so ein bisschen empfindliche Nase hat, sollte den auf jeden Fall mal austesten. Er hat so einen leichten, fruchtigen Bubblegum-Fruit-Duft mit drin. Also kein fauliges Schwefelmonster hier. Jedenfalls sehr, sehr schöne Sache. Das funktioniert gut. Jetzt testen wir es aber mal mit dem Solo 360. Und ihr seht hier, ja, wenn die Viskosität zu hoch wird, ich habe jetzt auf ganz fein gestellt, dann müsst ihr entweder verdammt schnell sprühen, wie ihr hier seht, und so kreisend das zusammenfahren. Aber ihr habt keinen extremen feinen Nebel, weil das Produkt dann doch zu hoch viskos ist. Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Also es geht, es versprüht das problemlos, aber ihr müsst halt einfach ein bisschen schneller sprühen und das auch hier so direkt verteilen. Also ich muss jetzt mal sagen, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Es funktioniert. Und wenn man sich darauf einstellt, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Man muss dann einfach hier einen Tick schneller sich bewegen, anstatt jetzt hier, sondern einfach so ein bisschen seinen Flow finden. Wer jetzt sagt, nee, Sebastian, ich will, dass das breit vernebelt, da ist der Sprühkopf nicht stark genug, um das hier richtig fein zu vernebeln, aber er versprüht das Ganze auch. Also hier einfach mal austesten, wenn ihr euch das Teil geholt habt für einen Vorreiniger, das funktioniert wunderbar, aber wenn das ein bisschen dickflüssiger ist, das Produkt, dann schafft ihr hier vorne nicht mehr das zu verstellen. Ihr seht hier, ihr könnt es komplett wie so eine Wasserspritzpistole einstellen, ihr könnt es aber auch ganz auf Spray stellen, aber das ist halt einfach zu wenig. Also da kommt kein riesengroßer breiter Spray, aber wer sich darauf einstellen kann, und hier, zack, guck mal, hier die Technik schon raus, fertig. Also das würde auch gehen. Nicht so, dass es nicht funktioniert, aber kein breiter Fächer, sondern genau das Sprühbild. Ja, mehr müssen wir eigentlich gar nicht testen. Ich sprühe das jetzt ab und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Und ihr seht schon hier, die Lackversiegelung oder Felgenversiegelung hat es auch nicht angelöst. Perlt immer noch
ohne Ende. Und die Felgen sind schön sauber. Also das funktioniert auch. Vampire Light, top. Also mein Feedback hier zum Solo Cleanline 360B. Ihr könnt damit auch etwas dickflüssiger Produkte versprühen. Funktioniert. Ihr habt aber nicht diesen extrem feinen Nebel, den ihr zum Beispiel von einem normalen handgehaltenen Sprühkopf oder handbetätigten Sprühkopf da bekommt. Und deswegen müsst ihr selber entscheiden, ob das für euch ausreicht, ob das für euch okay ist. Weil, und das muss man auch klar dazu sagen, wenn man das versprüht und sich darauf einstellt und es halt einmal getestet hat, es kommt zwar der Strahl nicht so breit raus, so als breiter Nebel, sondern eher ein bisschen zentrierter, aber wenn man sich dann so ein bisschen dran gewöhnt und einfach diese Speichenform abarbeitet und dann einfach nochmal außen den Ring lang zieht, geht das eigentlich auch. Also es ist kein riesengroßer Nachteil oder dass das halt gar nicht funktioniert, sondern ihr habt halt genau das Bild, was ihr jetzt gesehen habt. Wenn ihr sagt, Sebastian, ich probiere es aus, auch hier mit meinem 360er B von Solo, dann macht es einfach mal. Kaputt geht nichts, funktioniert vom Verbrauch her. Seht ihr hier, wir haben trotz, dass wir hier vielleicht nur so viel drin hatten und jetzt wirklich viel, viel auf die Felge gespült habe, hatte man wirklich noch echt viel im Sprüher drin. Also die Menge, die rauskommt, das täuscht ein bisschen. Man denkt, oh, das sprüht sich in 10 Sekunden leer, macht es aber nicht. Also das funktioniert auch. Es kommt halt nur nicht so ein extrem feiner Nebelspray raus. Probiert es halt einfach aus. Ich finde es gar nicht so schlimm. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und neben mir wird schon fleißig gewaschen. Hier ist gerade richtig Action. Bis dahin, Leute, haut rein. Viel Spaß beim nächsten Video. Euer Sebastian. Ciao, Leute.